Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen Infovideo bzw. meine Meinung Video über die aktuelle Entwicklung auf Deutschlands höchstem Fußballberg. Für diejenigen, die nicht mitbekommen haben, um was es geht: Markus Merk ist von all seinen Ämtern bei den Roten Teufeln zurückgetreten. Wow, das ist schon ein richtiger Knaller gewesen, hat sich aber abgezeichnet, dazu komme ich dann aber gleich. Der Grund, weswegen ich das Ganze auch videografisch euch etwas näher bringen möchte, liegt einfach darin, dass ich A, in der vergangenen Stunde wirklich unzählige Nachrichten und Anrufe bekommen habe, was ich darüber denke. Da kann ich dann einfach den Link schicken und erspare mir sehr viel Schreibarbeit und ihr euch sehr viel Lesearbeit. Und natürlich auch für die ganzen Abonnenten unter euch, die dieses Thema und meine Meinung dazu interessiert. Aber was ist eigentlich geschehen? Wie bereits erwähnt, Markus Merk ist von seinen Ämtern zurückgetreten. Das hat sich ja doch über die letzten Monate doch etwas abgezeichnet, um das mal ganz, ganz ehrlich zu sagen. Denn er hat sich immer weiter zurückgezogen, aus verschiedensten Gründen, die hier jetzt reine Spekulation wären. Eventuell haben die Notson Papers damit zu tun, die ja auch bei der JHV angesprochen wurden. Und da möchte ich auch ein, zwei Worte dazu sagen, denn schon sein Fernbleiben bei der Jahreshauptversammlung am 15.12., jetzt vor weniger als einer Woche, denn heute ist der 21.12.2021, war für mich wirklich eine ganz, ganz krasse Sache. Denn die JHV ist das höchste Gremium eines eingetragenen Vereins und er ist einfach weggeblieben. Eine Problematik, die ich nicht tolerieren kann. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass es eben die Mitgliederversammlung ist. Was Wichtigeres gibt es da überhaupt gar nicht. Und die Aussage aus privaten Gründen kann ich nicht zählen lassen. Gesundheitliche Gründe ist das eine, aber private Gründe, was ist es? Der Geburtstag der Enkelin oder sonst irgendetwas? Dafür hat man den ganzen Tag Zeit und hätte abends auf die JHV gehen können. Tut mir leid, ich möchte da jetzt echt nicht ganz so assi klingen, aber wenn ich 40 Fieber hätte, aber in seiner Position wäre, wäre ich trotzdem gekommen, weil mir eben das Gremium bzw. überhaupt die Jahreshauptversammlung als wichtigster Punkt in einem e.V. überhaupt wert ist. Und er ist halt ferngeblieben. Und ich glaube, und das sind wirklich nur Spekulationen, dass eben auch das Wissen um die Notson Papers dazu seinen Teil beigetragen hat. Denn die wurden ja thematisiert, da gab es Nachfragen verschiedener Wortmelder, die meines Erachtens nach auch nicht ausreichend beantwortet wurden, da die Personen, die angesprochen wurden, eben nicht da waren. Stichwort Sören Oliver Vogt, Stichwort Markus Merk, sprich Notson selbst und so weiter. Das ist eine richtig scheiß Situation gewesen, denn da konnte niemand ganz konkret etwas darauf antworten. Nee. Ist es da vielleicht doch irgendwie in der Absicht gewesen, sich da etwas aus der Affäre zu ziehen? Und das Ganze hat sich dann natürlich auch niedergeschlagen in der Entlastungsfrage, wo Markus Merk mit den geringsten Prozentzahlen entlastet wurde, von denen, die überhaupt entlastet wurden. Ja gut, Koblischek und Wilhelm wurden eben gar nicht entlastet. Auch eine Frage, wo ich nicht ganz so verstehe. Denn ganz ehrlich, warum die beiden? Diejenigen, die den Finger in die Wunde legen, die sind diejenigen, die dafür bestraft werden, dass sie auf Missstände aufmerksam machen oder sich dazu äußern. Da habe ich so ein kleines bisschen immer ein Problem damit. Denn entwickeln wir uns da nicht genau in eine Richtung von, das will ich gar nicht wissen, ich will einfach nur Ruhe haben. Das ist ja quasi wie wenn das Haus in Flammen steht und derjenige kriegt Ärger, der die Feuerwehr ruft. Wisst ihr, wie ich meine? Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Aber jetzt kommen wir zurück zum Thema Rücktritt Markus Merk. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt da oben weitergehen wird und hoffe natürlich, dass die Ruhe bleibt. Obwohl, ist es tatsächlich eine Ruhe im Sinne von Ruhe, wie wir sie möchten? Oder ist es eben so, dass es einfach nur ein Ruhigstellen war? Ich weiß es nicht, dafür bin ich nicht genug involviert, aber ich glaube, dass wir uns in den kommenden Monaten leider auf größere Probleme einstellen werden müssen, auf Dinge, die da auftauchen, auf Vorwürfe, die gebracht werden und so weiter. Laut seiner eigenen Aussage, also von Markus Merk, hat er den FCK in einer wirklich schlechten Situation übernommen, sportlich als auch finanziell. Das ist
vollkommen außer Frage. Und dass wir jetzt anders dastehen, auch das ist wirklich was Tolles. Aber ist es rein sein Verdienst? Ich weiß nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, dass er sich etwas gerne in den Vordergrund stellt. Sorry, ich muss das jetzt einfach so direkt und ehrlich sagen, denn das ist so meine selektive Wahrnehmung. Und wenn ich dann höre, dass er als Ikone betitelt wird, sorry. Horst Eckel, Tines, Fritz Walter, das sind Ikonen, aber nicht Markus Merk. Tut mir leid, ich habe ihn ja persönlich kennenlernen dürfen damals und habe ihn danach auch ein, zweimal mehr getroffen und mich auch mit ihm unterhalten, aber naja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt und hoffe einfach, dass der sportliche Erfolg weiterhin anhält, diese erneuten Querelen die Mannschaft nicht beeinflussen. Aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Gemeinsam kriegen wir das auf jeden Fall hin. Als Fans, als Mannschaft und gemeinsam in bessere Zeiten gehen. Ob mit oder ohne Markus Merk, das ist egal. Hauptsache es klappt und davon bin ich überzeugt. So, das waren jetzt ganz kurz meine Gedanken zu diesem Thema. Bitte lasst uns darüber diskutieren. Wie denkt ihr darüber? Was ist eure Meinung? Lasst es mich wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Und vielleicht sehen wir uns ja heute Abend, ist ja Black Story Stream, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten in irgendeinem anderen Livestream oder Video. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und wir sehen uns im Blog, auf der Couch, irgendwo sehen wir uns auf jeden Fall. Bis dahin. Olé, olé.